Hallihallo, moin und willkommen zurück hier Mountain Hill im LS22 From Zero to Hero live aus dem Rübenroder. Ja, wir fahren mal ein bisschen selbst hier mit unserer Kiste. Haben wir ja gesagt, die letzten Bahnen und vor allem das, was links oben noch ist, werden wir selbst ernten und ja, das machen wir jetzt einfach mal. Dann können wir uns hier auch mal wieder ein bisschen landwirtschaftlich betätigen und nicht nur managing-mäßig. Da gucken wir, dass wir hier die Rüben runterbekommen und dann ja. Sehen wir weiter. Ja gut, der Düngerstreuer ist fertig. Der kann jetzt erstmal nach Hause fahren. Den müssen wir eh aufladen demnächst. So. Du stehst hier ein bisschen doof. Kollege, fahr mal weiter. Fahr weiter! So. Gut. Ja, wir müssen auch gucken. Wir sind so langsam, aber sicher auf dem Weg in den nächsten Monat. Gut, es ist klar, das Feld hier werden wir nicht mehr bearbeitet bekommen, das Roggenfeld auch nicht. Ja, aber hier können wir auf jeden Fall dann im Grunde direkt danach hier mit dem Kalken loslegen. Erst mulchen, dann kalken. Genau, erst kalken, dann mulchen. Ja, dann werden wir hier vermutlich pflügen müssen. Das wird noch schlimmer werden. Aber ich wollte mal was gucken. Was haben wir denn inzwischen an Gärresten? Gärreste. 600.000 Liter. Ja, ich bin schon überlegen, ob wir irgendwann nicht doch anfangen auf Gülletechnik umzusatteln und dann eben mit Gärreste zum Beispiel zu güllen. Weil wenn wir gucken, wenn wir in Zukunft ja auch Mist und Gülle haben, die BGA kann nur direkt machen. Na gut, wir könnten hier halt boostern noch. Ja. Nee, falsch gedacht. Aber vielleicht bauen wir uns ja hier mal noch irgendwann eine Pumps and Hoses BGA auf. Es wäre halt auch noch ein Ding, um einfach dann irgendwann die vermutlich riesigen Massen an Mist wegzubekommen. Weil wenn wir irgendwann die 5000 Kühe haben, was ja durchaus passieren kann. So, jetzt machen wir mal hier kurz. Wenn der so blöd da rumsteht. Aber wir sind gleich voll hier. So, kommst du jetzt her zum Enttanken? Enttanken, abtanken? So haben wir nicht gewettet. Hallo? Lässt du los? Ah, immer diese billigen Arbeitskräfte hier. Oh. Jetzt, Kollege. Mach was für dein Geld. Oder, naja, komm, weißt du was? Dann machen wir das halt selbst.
Spiel ist. Viel passt eh nicht rein mehr. So, guck mal, dann kannst du wegfahren und wir können wenigstens ein bisschen hier noch weiter ernten. Bis dann wieder einer von den beiden da ist. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo da oben noch was gewesen ist. Da sehe ich das schon. Ja, das sind noch ein paar Literchen. Ja, dann würde ich sagen, sobald wir voll sind, werden wir dann einmal den Mulcher hierher holen. Wir können den Düngestreuer umstellen, dass der aufs nächste Feld fährt. Und ja, noch so ein paar Sachen halt. So, machen wir zur Sicherheit ein bisschen weiter hier rüber. Und wir können, das machen wir gleich. Gucken wir mal, das sind jetzt ja diese anderthalb Bahnen hier noch. Ich muss mal kurz hier ein Bild machen. So, das wieder an und weiter geht's. Aber wir sind eh gleich voll. Dann lassen wir den doch mal hier stehen, bis wir dann die Abfahrer wieder hier haben, damit der abgetankt werden kann. Oder ist da schon? Ach, guck mal, da kommt schon wieder einer. Perfekt. Perfektes Timing, würde ich sagen. Dann bleiben wir einfach mal kurz stehen, dass der Kollege uns anfahren kann. Du musst von hinten ranfahren. Kommen Sie ran, kommen Sie ran. Wir haben lecker Zuckerrüben. Das heißt, wie viel haben wir denn inzwischen eingelagert, Zuckerrüben? Ist gar nicht so viel. Im Wurzelfruchtlager 43.000. So, passt das? Sehr gut. So. Dann könnten wir ja rein theoretisch mit dem Rest selbst zum Wurzelfruchtlager einfach runterfahren. Wurzelfruchtlager abladen. Weil da braucht der gar nicht groß mehr die Abfahrer. Da können wir für den Kollegen dann im Grunde neue Arbeit suchen. So, wir klappen erstmal vorne das Ding ein, wir machen das Rohr rein und dann Abflug. So, hier. Ja, den lassen wir nach Hause fahren, der muss eh erstmal repariert werden und getankt werden. Das lassen wir. Oh, hier sind wir auch gleich durch mit dem Roggen. Sehr schön, sehr schön. Das heißt, wir stellen dem schon mal einen Kurs ein.
Er hat na klar die größten Ballen eingepingst. Dann sagen wir, zwei Vorgewände reichen auf den Bahnen. Weich ist auch voll und ganz in Ordnung. Fängt na klar hier oben an. Das heißt, wir müssen warten, bis der Drescher abgetankt wird. Und mit dem Drescher können wir dann im Grunde direkt hier rüber auf die 47 fahren. Und können da weiter ernten. Ja, wir sollten den aber trotz allem vorher einmal zur Werkstatt schicken. Weil der ist doch auch schon ziemlich runter. Das werden wir machen. Ob der dann jetzt einen Tag später aufs nächste Feld kommt, ist dann auch ziemlich egal. Wir wollen ja möglichst maximalen Ertrag haben. So, das heißt, den schicken wir zur Hofewerkstatt. Jetzt müssen wir nur noch die beiden Abfahrer hier losbekommen. Die müssen halt beide einmal abladen. Oh, überfahre mich nicht. Ja, genau so. Einmal abladen. Und danach können wir die Ballenpresse starten. Ja. Und wir werden hier aber mal den Ballenzähler zurücksetzen. Alt Y, damit wir sehen, wie viele Ballen wir hier pressen. So. Ist er ausgefahren? Sieht gut aus. Los geht's. Ja, da kann der sich hier vergnügen. Wir brauchen den Mulcher. Wir brauchen den Mulcher auf der 48. Geht's da nämlich weiter? Das läuft. Der ist hier auch fleißig dabei. Da ist irgendjemand angekommen. Den müssen wir auch dann irgendwann verarzten. Das hat aber Zeit. So, hier ist wieder ein kleiner Stau, aber das ist klar. So, dann würde ich sagen, Ballen einsammeln. Machen wir mal wieder ein bisschen auch selbst hier weiter. Tittum, tittum. Gucken wir mal, dass wir den schnell voll bekommen, damit wir den wieder wegschicken können. Nein, du kippst hier nicht um. Und die nächste Runde kann er dann selbst einsammeln. Bis der wieder da ist, dürfte locker die Presse fertig sein. So.
Gut, ach ja, guck mal, der ist auch auf. Warte mal, da müssen wir mal kurz eine extra Runde drehen. Oder kriegen wir das hier so abgeladen? Das wird wieder. Ja, LKW, du stehst im Weg. Doch so ist. Komm, wir lassen den LKW erstmal fahren und dann stellen wir uns hinten an. Oder wir machen das anders. Wir machen das anders. Wir nehmen einfach den LKW da drüben und kippen das da rein. So. Wobei ich vermute, dass wir da nicht alles reinbekommen werden. Nicht ganz. Gut, dann lassen wir den einfach hier mal kurz stehen und tun da später nochmal nachladen. So, der Düngestreuer. Der Düngestreuer ist wieder hier angekommen. Da haben wir gesagt, erstmal kurz zur Werkstatt. Ah ja, da vorne steht der Drescher schon. Okay. Und danach düngen Feld 70. 70. Gucken wir hier schnell. Danke. Ja doch, es rauscht. Jo. Dauert halt nur ein bisschen länger. Dann geht es für dich auf die 47, haben wir gesagt. Das nächste eigene Feld. Aber da müssen wir halt noch ein bisschen warten, bis der wirklich hier voll ist. Ach ja, der Mulcher ist angekommen. Und was kommt hier? Hier kommt ein LKW. Ja. Immer mit der Ruhe, nicht drängeln. Machen wir den noch startklar? Ja, dann werden wir morgen den Wechsel in den nächsten Monat haben. So. Ja, bisschen Reparatur braucht er noch. Dann kann's losgehen. Ja, komm. Muss reichen. So, hier ist noch irgendeine Mission fertig geworden. Ach, falsches Feld. Wir wollten doch gar nicht hierhin. Wir wollten zu den Zuckerrüben. Wir wollten auf die 89. Entschuldigung, Kollege. Hier musst du später hin. 89 ist angesagt. So, ist das fertig? Nee, die 91. Ach, 91 ist, glaube ich, eine der Ballenmissionen. Kann das sein? Ballenpressen 91. Guck mal, das ist fertig und das Düngen kassieren wir gleich mal. Wobei. Ich hoffe, dass das jetzt nicht ein Fehler war.
Wo ist die Ballenpresse? Die Glühweil, Hilfe! Ja, das war na klar. Das war na klar, das fällt hier, aber gut, wir haben hier eh genug runterbekommen. Ja. Dann fährst du erstmal parken. Wir müssen jetzt gucken, wo wir als nächstes hin müssen. Wir müssten noch eine Ballenpressmission haben, die zum Viehhändler geht. Heizkraftwerk, Heizkraftwerk, dann ist es die hier, die 36. Da können wir den Big M da mal hinschicken, weil ich glaube, ups, da waren wir noch nicht. So. Wo ist der Europa? Der Europa. Ja. Machen wir den noch schnell leer. Und dann ist Feierabend. So, ja. Ihr lieben Leute da draußen, das war's mal wieder für heute. Wir sehen uns dann, hoffe ich mal, wieder morgen früh. Dann auf jeden Fall springen wir in den nächsten Monat rein. Auch. Das wird auch interessant. Also, guckt rein, wenn es euch gefallen hat, gern auch ein Däumchen da lassen. Und damit kurz und knapp Tschüss, Ciao und bis dahin.